Wenn Deutschland erfolgreiche Bildungsrepublik sein will, dann brauchen wir eine breite gesellschaftliche Unterstützung. Nicht nur an der finanziellen Front, aber natürlich auch an dieser Stelle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass über die staatliche Grundfinanzierung hinaus wir noch viel mehr privates Engagement sehen. Das ist schon jetzt deutlich erkennbar. Wir sehen ein großes Wachstum an Stiftungen, die in Bildungsprojekte investieren. Das ist immer privates Geld. Da werden private Ideen hineingesteckt und die Ergebnisse sind eigentlich immer sehr, sehr erfreulich. Die Telekom-Stiftung macht praktisch nur Bildung und Forschung. Oder nehmen Sie große Stiftungen wie die Bosch-Stiftung, ganz, ganz stark engagiert im Bereich Bildung, die Körperstiftung, die Hertie-Stiftung. Also das ist schon ein ganz breites Feld. 15% des gesamten Aufkommens aus Stiftungen, und das sind 16 bis 17 Milliarden, gehen in pure Bildungsprojekte. Und dieser Anteil ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Und ich setze mal drauf, dass er auch in Zukunft noch weiter wächst. Auch der Stifterverband ist hier an Bord. Und auch da hoffe ich, dass weiterhin und wachsend Mittel in Bildungsaufgaben fließen. Die Forschungskooperation zwischen öffentlicher und privater Seite, sprich zwischen Hochschulen und Unternehmen, ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiges Element von erfolgreicher Forschungsförderung. Und deswegen haben wir diese Kooperation auch als ein Element in dem, was unsere eigenen Programme anbieten. Denn man muss ganz klar sehen, wir brauchen Innovation. Innovation heißt, ich muss aus einer klugen Idee etwas in die Anwendung bringen. Ein Produkt, eine Dienstleistung muss entstehen und das kann eine Hochschule nicht alleine. Dafür braucht sie denjenigen, der dieses nachher tatsächlich auch erzeugt. Und je früher man die beiden Seiten zusammenbringt, Wissenschaft und Wirtschaft, desto größer ist aus meiner Sicht die Chance, Innovationen tatsächlich verwirklichen zu können und zwar deutlich schneller zu verwirklichen, als das heutzutage im Durchschnitt in Deutschland der Fall ist. Deswegen sind Kooperationen wie T-Lab oder wie der Aachen Campus sehr, sehr gute Vorbilder. Und wir sind gerade dabei, im BMBF ein Programm aufzulegen, das diese Schnittstelle noch viel besser abdecken soll. Den Industrieforschungscampus wollen wir als Wettbewerb ausloben, weil wir eben wissen, dass an den Übergängen und an den Schnittstellen oft die kreativsten Ideen erzeugt werden und auch umgesetzt werden können. Ich sehe über das eigentliche Stipendium hinaus für die Hochschulen in diesem Projekt auch wirklich neue, große Chancen. Die deutschen Hochschulen sind mit Fundraising noch nicht so vertraut wie beispielsweise ihre Partnerinstitutionen in den Vereinigten Staaten. Und dieses Stipendium, seine Struktur gibt ihnen die Möglichkeit, hier Kapazität und Kompetenz aufzubauen. Wir unterstützen sie auch durchaus mit Beratung und Mitteln in dieser Frage. Und ich glaube, es gibt ihnen außerdem die ganz wichtige Chance, sich stärker noch mit ihrem unmittelbaren Umfeld zu vernetzen, in die Wirtschaft ihrer Region hinein Kontakte zu bekommen und auch zu engagierten Privatleuten Kontakte zu bekommen und damit ihr eigenes Profil in der eigenen Region deutlich zu schärfen. Das Servicezentrum haben wir eingerichtet, um diesem ganz neuen Ansatz Deutschland-Stipendium auch eine Beratungsstruktur zu geben. Dort sollen die Hochschulen anfragen können, wenn sie nicht recht wissen, wie sie an die privaten Mittel kommen und wenn ihnen Förderer fehlen. Umgekehrt können sich Förderer an das Beratungszentrum wenden und sagen, wir würden gerne Deutschland-Stipendien stiften, wir wissen aber nicht so recht, wo wir die richtige Hochschule finden.
Wir sehen in der Tat eine zunehmende Zahl von privaten Hochschulen. Ich glaube, das ist eine gute Bereicherung für unser System, denn man sieht ja auch, dass diese Hochschulen insbesondere Lücken füllen, die offensichtlich im öffentlichen Angebot vorhanden sind. Die privaten Hochschulen in ihrer Mehrzahl sind sehr stark lehrorientiert, ein ganz großer Vorteil für junge Menschen. Und sie machen Angebote, die zugeschnitten sind, stärker noch als an den Universitäten und den öffentlichen Hochschulen sonst, auf die berufliche Verwendung im Anschluss an ein Studium. Wir fördern schon heute, wenn wir Forschungsförderung betreiben als Bundesministerium für Bildung und Forschung, stehen diesen Mittel sowohl den öffentlichen Hochschulen als auch den privaten Hochschulen zur Verfügung. Der Anteil an Mitteln, die an die privaten Hochschulen gehen, ist nicht sehr hoch. Das liegt aber nicht daran, dass die nicht bewerbungsfähig wären, sondern es liegt daran, dass die privaten Hochschulen sich sehr stark auf die Lehre und bislang nicht in gleicher Weise intensiv auch auf die Forschung konzentrieren. Wir werden sicherlich die Grundfinanzierung unseres Bildungssystems bei der öffentlichen Hand behalten müssen, ob das die Schulen sind oder die Hochschulen. Da kann privates Engagement ergänzend wirken, aber dieses sicherlich nicht ersetzen. Und das Gleiche gilt für die Finanzierungsmöglichkeiten, wenn ich jetzt ein Studium aufnehmen möchte. Begabte junge Menschen sollen studieren können, wenn sie dieses wollen. Und deswegen ist die Studienfinanzierung aus meiner Sicht immer auch eine öffentliche Aufgabe. Auch hier aber anzustreben, dass es eben auch Projekte wie das Deutschlandstipendium gibt, die beides miteinander verbinden.